So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich habe heute eine ganz liebe Hochzeitsfotografin zu Gast, die Stefanie Andersson. Und da gibt es einige Fragen, die sie bestimmt schon oft gestellt bekommen hat, die ich mich auch des Öfteren gefragt habe in Bezug auf Hochzeitsfotografen. Wie das Ganze so abläuft, worauf man achten sollte, was eigentlich so den Job ausmacht. Und die möchten wir heute doch mal klären. Und dann würde ich dich jetzt einfach mal bitten, dich mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du eigentlich? Und wie bist du denn dahin gekommen, zu dem, was du heute machst und bist? Ja, super gerne. Hallo zusammen, ich bin Stefanie Andersson, wie du mich schon total nett vorgestellt hast. Ich bin eigentlich ein Schwab. Ich muss das sagen, also wenn irgendjemand was nicht versteht, ich gebe mir ja echt Mühe hier in Düsseldorf, aber manchmal ne, benutze ich Wörter aus dem Schwäbischen. Ich verstehe es. Sehr gut. Ja, also ich bin Hochzeitsfotografin. Ich habe mich auf Paare bzw. Liebesgeschichten spezialisiert. Ich erzähle eure Liebesgeschichte in meinen Bildern. Ich möchte authentische Hochzeitsreportagen, beziehungsweise ich mache authentische Hochzeitsreportagen, und zwar so, wie euer Tag auch war, so wie ich den sehe, so wie ich ihn mitbekomme, und ich achte sehr, sehr darauf, dass meine Paare sich bei mir wohlfühlen und einfach die Stimmung gut ist, dass wir gut miteinander auskommen. Das ist ja auch viel Zeit, die wir dann miteinander verbringen, und auch nur so, bin ich der Meinung, entstehen eben die Bilder, die ich auch mache. Aber es sind jetzt nicht die gestellten Gruppenkonstellationen mit Ärmchen hier drum und nach hier gucken und so rumdrehen. Stellt euch mal bitte so hin, einmal lächeln. Nee, also gerade das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Nicht eigentlich, sondern ist der Fall. Es gibt natürlich, ich nenne die immer so ganz nett, die Schwiegermama-Dankeskartenbilder, die mache ich auch. Das gehört dazu. Ein Gruppenbild, gehört ja zu einem gewissen Maß auch dazu. Ja, und ein Gruppenbild gehört dazu. Die Oma freut sich, die stellt es dann hier auf ihr Sideboard und ist glücklich. Das gehört dazu, das mache ich. Und die Schwiegermama freut sich, wenn auf der Dankeskarte dann das schöne, bisschen steifere Bild ist. Mhm. Das ist alles okay, das wird alles gemacht. Aber generell ist es so, die Reportage per se bin ich im Hintergrund. Ich versuche wirklich nicht aufzufallen. Ansonsten ist so ein bisschen mein Trick, ich mische mich unter die Menge, und viele fragen mich, ob ich das Brautpaar kenne, ob wir Freunde sind oder wie genau wir uns kennengelernt haben, weil ich gar nicht auffalle. Die denken alle, ich bin ja, Gast beziehungsweise ja, befreundet mit dem Brautpaar. Und die Hemmschwelle, auch schon bei den Gästen, ist dann relativ niedrig, und so bekomme ich natürlich viel authentischere Bilder. Die lassen mich Momente einfangen, weil sie denken, ja, die wird schon machen, die wird mich jetzt hier nicht irgendwie deformieren. Und dann funktioniert es auch sehr, sehr gut. Und gerade auch dieser Punkt ist mir auch beim Brautpaar-Shooting wichtig. Wenn man überlegt, jetzt meine Eltern, deine Eltern, eure Eltern, die Hochzeitsbilder damals, das war ja, stellt euch bitte mal hin, Hand in Hand hier, ja, einmal nach vorne, bitte lächeln, ping, fertig. Das ist natürlich auch der Tradition hergeschuldet, analoge Fotografie. Man hatte nicht so viele Bilder, der Schuss, der muss sitzen. Klar, da gab es ja wie viele, 21 auf dem Film? Das kommt auf den Film drauf an, 37. Ja. Ist halt natürlich auch teuer, nicht nur der Film selber, Entwicklung und so weiter. Und es gibt auch noch viele Fotografen, vor allem so eingesessene Fotografen, lokale Fotografen, die so arbeiten. Ich arbeite aber nicht so, weil ich möchte euch fotografieren, wie ihr seid, und nicht, ja, wir hatten es gerade vorher mal kurz bequatscht, es ist kein Karneval, es ist kein Kostümwettbewerb, es ist kein, ja, Verkleidungsspiel, es ist eure Hochzeit. Und es seid ihr und eure Liebe und eure Geschichte, warum ihr euch da an den Tag traut. Und so möchte ich das auch einfangen. Und auch eben die Emotionen, euren Charakter so ein bisschen. Es gibt Brautpaare, die sind super verkuschelt und die sind ganz süß, ja, und die sind ganz knuffig. Und dann lasse ich die, dann dürfen die bei mir kuscheln, so viel sie wollen. Seid einfach so, wie ihr seid. Und dann bin ich glücklich. Manche, die sagen, oh Gott, nee, nicht kuscheln bitte. Ja, ich denke, es ist auch eine Typfrage. Ne? Genau. Oder wie wohl man sich selbst so vor der Kamera fühlt.
Es ist natürlich ganz klar eine Frage, wie ist das Paar miteinander? Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten jetzt eine Herbsthochzeit, eine ganz wundervolle. Die necken sich ständig. Dann wird mal hier in die Seite gekniffen und dann wird hier mal wieder, ja, dann wird wieder zwischendurch ein Killepitch getrunken. Das ist in Ordnung und ich liebe das. Es gibt Dynamik, es gibt Bewegung in die Bilder. Das sind zwei super valide und wunderschöne Arten von Bildern. Mehr verkuschelt, romantisch, mehr lebendig. Aber beides hat seine Berechtigung, weil beides gehört zu unterschiedlichen Arten oder Typen von Brautpaaren, unterschiedlichen Charakteren. Und genau das ist das, was mir auch so Spaß macht, festzuhalten. Es ist authentisch. Authentisch ist und real. Ja, real und wirklich gestellt. Menschen, Geschichten. Wie gesagt, eure Liebesgeschichte ist quasi meine Aufgabe, meine Passion, wofür ich brenne und ich jeden Tag gerne aufstehe, um meine Brautpaare eben glücklich zu machen. Sehr schön. Ja. Das könnte ein Slogan sein auf so einer Werbetafel. Kommt noch. Der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Über 20.000 Umwege. Ich weiß es. Also so richtig konnte ich das bis heute noch nicht begreifen. Ich war früher schon immer so ein bisschen auf eine Freundin neidisch, die super gut malen konnte. Ich will auch immer super gut malen können und kreativ sein. Habe mich auch immer wieder versucht, wenn ich mich konzentriere und mich die Muse küsst, dann kann ich auch malen. Ich habe ein paar richtig geile Bilder. So, also ich bin stolz drauf. Sie sind jetzt nicht mega gut, aber ich bin stolz drauf. So. Man kann sie an den Kühlschrank hängen. Ja, voll gut, genau. Ich habe sogar Mama mal so eine Rose gemalt. Die hat sie eingerahmt. Aber ich glaube, nur weil ich das war. Ne? Wahrscheinlich. Lassen wir das mal so stehen. Ja, lassen wir das mal so stehen. Und ich war so, immer so ein bisschen fasziniert davon, wenn Menschen kreativ sich austoben können, wenn sie ein Händchen dafür haben. Und ich habe auch unheimlich gern immer Bilder geschaut, Landschaftsbilder damals, als ich klein war, also es war vielleicht so mit 7, 8. Und ich fand Landschaften, vor allem Berge, ich bin ein Riesenberg-Fan. Ich bin, seit ich klein bin, jeden Urlaub eigentlich immer in den Bergen gewesen mit meinen Eltern. Ich war wandern und ich fand die einfach als kleines Kind total faszinierend. Ne? Und wunderschön. Ich komme zwar in der Nähe aus dem Schwarzwald, aber nicht direkt Berge. Da gibt es bei uns eher Hügel, würde ich jetzt mal sagen. Und für mich waren diese riesen Steinmassive super beeindruckend, ich wollte fotografieren. Und dann habe ich zur Kommunion damals so eine kleine Canon bekommen. Und wow, die konnte Panoramafoto, analog damals noch, Panoramafoto. Voll krass. Sie war riesig beeindruckt. Und ich habe immer, wir waren immer am gleichen Ort, jeden Urlaub diesen einen Berg, der mich so fasziniert hat, den habe ich fotografiert. Ja, ich habe, glaube ich, erst vor ein paar Wochen die wieder rausgekramt, weil meine Mutter jetzt runden Geburtstag feiert und ich natürlich da heimlich was vorbereite und Bilder gesucht habe und ich habe die rausgekramt und dachte so, schöne Panoramabilder, nicht. Ja, und so habe ich auch irgendwie mit der Zeit die Lust verloren, beziehungsweise ich habe einfach gedacht, ich habe halt kein Talent mehr. Bis ich nach dem Abi nach Ecuador bin. Ich hatte dort eine Austauschfamilie und durfte die besuchen 6 Wochen. Und die Familie hatte 2 Kinder und die Tochter hat gerade einen Fotokurs gemacht. Und die hat gesagt, ach komm doch mit, wir haben dann und dann eine Exkursion, Landschaftsfotografie. Komm doch einfach mit, das macht nichts, du brauchst da nicht im Kurs teilnehmen. Du hockst dich halt mit dem Bus und fotografierst dann da ein bisschen mit. Ich hatte die kleine Digitalkamera von meiner Schwester geliehen gehabt und bin dann da mit und der Dozent hat mir da so ein bisschen Sachen erklärt und hat dann mit wirklich so einer Billo Ritscheratsche vom Aldi habe ich ein paar ganz coole Reportagebilder, also wirklich auch so von den Einheimischen dort, wir waren da in so einem Dorf und so weiter gemacht und dann habe ich gemerkt, ja vielleicht, also es ist nicht alles Talent, wenn du halt einfach nicht weißt, wie es geht, dann, ne? Ja, das glaube ich gerne. Ja, und ich durfte auch mal ihre Spiegelreflex damals mopsen und sie hat dann wirklich auch mit mir so ihre Übungen für den Kurs gemacht und so und dann warum? Ich habe dann ganz Ecuador fotografiert und
Also ich studiere an, direkt danach habe ich dann Studieren angefangen. Ich bin eigentlich VWLer, sehr trocken. Okay. Wusstest du nicht, ne? Nein, das wusste ich nicht. Ja, ich habe was Gescheites gelernt, wie meine Mama so sagt. Ich muss ja was Richtiges lernen. VWL anfangen studieren und parallel kam dann auch meine erste Spiegelreflex zum Leid meiner Mama, weil anstelle in den Vorlesungen habe ich halt ganz viel Zeit im Studio verbracht. Ich habe mir damals ein Mietstudio genommen, also ich habe mich da wo mit eingemietet und habe Lichtsetzung geübt. Das waren quasi meine Nachmittage, Wochenenden und habe viel mit Models gemacht. Also ich habe dann tatsächlich nicht mehr so viel Blümchen und Landschaft gemacht, sondern eher so hübsche Mädchen und eine gute Freundin von mir ist auch Modedesignerin. Und dann habe ich da mal so, oh, bekomme ich nicht, bitte, bitte und so. Und so ist es irgendwie dann langsam geworden. Und aber ich sollte natürlich Studium fertig machen, einen gescheiten Job mit so. Meine Mutter war da sehr, sehr erpicht drauf. Und ich habe deswegen das immer nur so ein bisschen nebenher gemacht und nicht so viel. Und als ich dann in meinem Auslandssemester war in Spanien, in Madrid, konnte ich also Fotografie an der Uni belegen. Mhm. Also ich habe keine Ausbildung, keinen fertigen Abschluss, aber ich habe quasi so nebenher Fotografie studiert, dort an der Complutense in Madrid und habe analog fotografiert. Ich konnte dort entwickeln, ich hatte ein Labor zur Verfügung, der Dozent hat quasi uns da angeleitet, uns Aufgaben gegeben und ja, war eine riesig gute Erfahrung, weil so einfach kommt man heute an ein Labor nicht ran. Das stimmt. Und du lernst es halt wirklich von der Pike auf. Ich bin froh, dass ich jetzt Photoshop habe. Es ist alles ein bisschen schwieriger im Labor, wenn du wirklich da so ein bisschen quasi bearbeiten willst in der Ausbildung. Aber es war eine sehr, sehr gute Schule. Ja, und irgendwann kam es halt eben dazu, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese gestellten Modebilder. Mhm. Mode ist sowieso schwierig. Ja. Viele Jungdesigner, da ist, die haben eh kein Budget und dann ist das alles nur so. Kann ich unterschreiben. Ja, ja, das ist halt so ein Pseudo-Netzwerken und Vitamin B. Und ja, man muss halt sehr viel am Anfang für lau machen, ja, bis man es sich leisten kann, die dementsprechenden Gagen zu verlangen. Genau, und du musst halt über entsprechende Kontakte verfügen und Vitamin B und das ist alles, es kam mir so falsch vor, auch mit den Modeagenturen, also Modelagenturen generell. Ja, das war nicht meine Welt. Also ich habe es gerne fotografiert, hübsche Mädchen, tolle Kleider und so, aber es war nicht so meine Welt. Mhm. Und ja, irgendwann bin ich halt nebenher gelaufen. Ich hatte einen festen Job in einer Marketingagentur und alles. Habe aber dann angefangen, als Second Shooter mitzugehen. Bei Hochzeiten. Bei Hochzeiten, okay. Genau. Ich wollte lieber Momente fotografieren, Paare. Genau. Und habe dann auch schnell gemerkt, was ich nicht möchte. Da gab es Fotografen. Na, du kannst dir ja nicht aussuchen, wo du mitgehen darfst. Second Shooter heißt? Als zweiter Fotograf mitgehen, quasi. Okay. Genau, also du bist quasi das Backup von dem anderen, du tust eher so im Hintergrund oder eine andere Perspektive und so weiter. Genau, und da war ich dann mit dabei und unter anderem waren da auch so Erlebnisse wie, also wirklich, so wie du sagst, super gestellte Bilder und oder man meint, man ist kreativ. Wenn man sagt, der Bräutigam, der sitzt jetzt auf der Parkbank, liest einen Playboy und die Frau kommt mit dem Nudelholz von hinten. Okay, ich denke, dafür gibt es, also Geschmäcker sind verschieden. Da gibt es bestimmt mal. Ja, und wem es gefällt, dann, ja. Also da habe ich mich entschlossen. Möchte ich auch nicht urteilen, aber. Nee, das war gut. Nicht meins. Mhm. Also es ist, entspricht halt auch nicht so richtig meinem Humor so irgendwie. Und es ist ja auch nicht, es entspricht auch nicht der Realität. Ja. Also zumindest meistens ich verstehe, nicht, ne? Genau, und deswegen, ja, und so ist es dann hingeworden. Nachdem ich dann Erfahrung gesammelt habe, bin ich dann erst in der nebenberuflichen Selbstständigkeit mit Paaren und Hochzeiten eingestiegen und jetzt vollberuflich, hauptberuflich, ja, erzähle ich eure Liebesgeschichten. Cool, schönes Abschlusswort. Ja, man hat lange gedauert, weil wirklich, das war alles sehr chaotisch. Ja, es ist halt nicht so der gerade Weg, ne? Nein. Also,
Der eine sagt ja schon als Kind, ich möchte das irgendwann mal machen, wird's dann. Und es ist sehr geradlinig und der andere kommt vielleicht über ein paar Umwege dahin. Ich glaube, da wäre ich Florist geworden. Auch eine schöne Idee. Meine Oma hat einen großen Garten und baut selber an. Wird übrigens dieses Jahrhundert. Mhm. Hat ihn immer noch. Toll. Mhm. Und ich habe immer die Blumen geklaut, also mit Erlaubnis wohlgemerkt. Und habe Blumensträuße für meine andere Oma und meine Mama mitgebracht. Wäre ich Florist geworden, ja. Nicht schlecht. Vielen Dank für deinen Werdegang. Das hört sich echt interessant an. Danke. Was gibt es denn noch so zu dir als Person zu erzählen? Hast du irgendwelche ausgefallenen Hobbys? Oder was machst du denn, wenn du nicht hinter der Kamera steckst? Ja, ich würde gerne viel machen, aber wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, ist natürlich immer so, dass ja, viel zu tun ist und man wenig Zeit für seine anderen, kleineren Leidenschaften hat. Also ich bin früher leidenschaftlich gerne geritten, ich liebe Tiere, aber das musste ich halt, wie gesagt, jetzt so ein bisschen auf Eis legen, weil es einfach so ein Tier ist, ist eine Verantwortung und klar, reicht mir einfach von der Zeit her nicht. Aber mein Sport, ich liebe Sport, ich brauche meinen sportlichen Ausgleich, ich bin so ein bisschen quirlig und ich jogge unheimlich gerne, ich habe einen Trainerschein tatsächlich. Und gebe hobbymäßig einmal die Woche einen Sportkurs. Ach echt? Mhm. Und was für ein Kurs? Body Attack, das ist ein Kursprogramm von Liz Mills. Cardio-Intervalltraining, also ein hochintensives Training. Das ist ein Gruppenkurs nach einer bestimmten Choreo, die alle 3 Monate im Quartal wechselt. Und es macht riesig Spaß. Und die Teilnehmer, die geben auch einem immer so viel und positives Feedback. Und man kann so toll abschalten und das ist so ein bisschen mein Ausgleich. Okay. Momentan, ja. Lettering habe ich jetzt noch angefangen. Lettering. Ja, das war meine Weihnachtsbeschäftigung. In der kreativen Entfaltung. Ja, genau. Ansonsten, also ich reise unheimlich gerne und bin sehr, sehr gerne viel Zeit mit meinem Freund unterwegs, mit Freunden. Glühwein. Ich habe ein Fable für Kaffee und Glühwein. Und sehr Tee. Schön. Genau. Ja, das ist so ein bisschen. Gut an. Ja. Bisschen zu mir. Cool, sehr interessant, auf jeden Fall. Was gibt es noch? Wo findet man dich als Person? Also wenn ihr mehr über Stefanie Andersson erfahren möchtet, gibt es bestimmt eine Homepage. Ja. Oder wo findet man dich? Ja, generell alle Social Media Aktivitäten, die man so kenne, so standardmäßig. Und auf meiner Website, auf der www.stefanie-andersson.com. Kann bestimmt unter dem Video irgendwo genau verlinken. Genau. Momentan wohnhaft, sesshaft bin ich in Düsseldorf. Das weiß man bei mir nie so richtig, weil ich bin jetzt in meinem Leben bestimmt schon seit dem Studium wohlgemerkt 10-mal umgezogen. Also einmal pro Jahr bis 2-mal pro Jahr. Oh. Mal gucken, ob ich jetzt erstmal hier bleibe. Aber ja, meine Brautpaare sind eigentlich Deutschland und europaweit. Ich reise auch öfter mal ins Ausland für die ein oder andere Hochzeit. Ich kombiniere das immer ganz gerne, wenn ich dann es mit dem Urlaub verbinden kann. Zum Beispiel habe ich nächsten Monat eine Hochzeit im Allgäu. Oh, schön. Freue ich mich drauf mit meiner Bergliebe. Und verbringe da einfach ein paar Tage. Letztes Jahr hatte ich auch 2 im Allgäu. Das ist einfach super, weil ich verbinde das dann immer ganz gut. Und das ist dann auch nicht wirklich teurer für die Brautpaare. Und ich habe eine Kombi mit Urlaub. Mhm. Genau, also ich bin nicht örtlich gebunden, wollte ich sagen. Aber, okay, aber man findet dich online und auf den sozialen Netzwerken. Und ansonsten gegenüber im Café bei mir auch zu finden. In Düsseldorf, genau. Bei Kaffee und Glühwein. Glühwein hat er noch nicht, muss ich mal vorschlagen. Aber extrem leckeren Kuchen. Cool. Ja, super. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich fand es sehr interessant. Ein sehr außergewöhnlicher Werdegang. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Kommentar da oder ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.